man stellt sich die Gastronomie irgendwie meistens immer anders vor, als es wirklich ist. Also es macht wirklich Spaß, gerade im Team Hand in Hand zu arbeiten. Es muss auch Hand in Hand gehen, weil sonst klappt es einfach gar nicht. Man lernt vieles auch in der Schule. Ich habe flambiert zum Beispiel. Man lernt schön die Tische einzudecken. Man lernt mit der Ware umzugehen, sorgfältig die Kühlketten einzuhalten und alles, was dazu gehört. Meine Zukunft stelle ich mir so vor, würde ich schon gerne hier bleiben. Mir macht die Arbeit Spaß, das Team ist natürlich auch top. Ich bin hier erstmal total ohne Erfahrung eingestiegen. Ich gehe hier aber irgendwann mit ganz viel raus. Ich war am Anfang sehr schüchtern. Ich habe gelernt, viel offener zu den Kunden zu sein, offen auf den Leuten zuzugehen. Fachliches natürlich. Vieles, was man so jetzt nicht weiß, das lernst du auf jeden Fall in der Ausbildung. Ich habe viel mit Lukas noch geübt, gerade auch vor meiner Zwischenprüfung, die ich vorgestern hatte. Die lief natürlich, Gott sei Dank, super. Und ja, Serviettentechniken, Aufbau eines Menüs, Weinkunde, da gehört eigentlich echt viel dazu.